Hallo, herzlich willkommen. Heute geht es wieder um Dahlien. Heute zeige ich, wie man Dahlien einpflanzt. Die Beete habe ich schon vorbereitet. Ich habe alles Wichtige, was man so braucht, habe ich mit dabei. Das sind einmal die Dahlien. Dann habe ich hier Komposterde. Dann Stäbe zum Festbinden. Und einen Spaten. So, dann legen wir mal los. Die Beete sind 1 Meter breit und ich pflanze die Dahlien im Abstand von 60 cm. Das Pflanzloch wird 20 auf 20 cm breit und fast einen Spaten tief. Warum ich die Erde in der Neimer tue, erschließt sich, wenn ihr das Video weiterschaut. Die brauche ich ganz am Ende wieder. In jedes Pflanzloch gebe ich etwas Komposterde. Das ist einmal gut für die Dahlien und im Herbst lässt sich die Erde leichter entfernen. Dünger gebe ich keinen hinzu, das habe ich bereits beim Vorbereiten der Beete getan. Ich setze die Dahlienknollen ca. 10 cm tief. Eigentlich reichen auch 5 cm, aber wenn man sie tiefer setzt, haben die Stängel einen besseren Halt. Sie brauchen dafür länger, bis sie durch die Erde sind. Dann nochmal etwas Komposterde hinzu. Wenn es sich um die gleiche Sorte Dahlien handelt, mache ich einen Abstand von 50 cm, ansonsten 60. Die Stäbe sollte man natürlich vor dem Auslegen der Dahlien einschlagen, nicht dass man die Knollen verletzt. Wenn es sich um die gleiche Sorte Dahlien handelt, mache ich einen Abstand von 50 cm, ansonsten 60. So, jetzt kommt der Trick mit der Erde. Mit der Erde des neuen Lochs fülle ich das alte auf. In jedes Pflanzloch gebe ich etwas Komposterde.
Das ist einmal gut für die Dahlien und im Herbst lässt sich die Erde leichter entfernen. Ich setze die Dahlienknollen ca. 10 cm tief. Eigentlich reichen auch 5 cm. Aber wenn man sie tiefer sitzt, haben die Stängel einen besseren Halt. Sie brauchen dafür länger, bis sie durch die Erde sind. Dann nochmal etwas Komposterde hinzu.